Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ist die Kreatur da drin? Ja, hört sich so an. Wir finden sie, wenn wir weitergehen. Was ist das hier? Das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalben. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Toll. Ach, ich höre so schon wieder die Propeller. Tschüss. Ah, okay, ich sehe schon. Geht nicht. Über die Dunkelalben weiß, möchte ich sie nicht bekämpfen. Sie greifen uns an. Naja, das ist ihre Heimat. Und wenn man an unseren letzten Besuch in Alfheim denkt, kann man es ihnen verübeln? Jetzt kommt er mit so einem Gewissensbissen? Meieieiei. Wie mache ich das hier? Ich muss ja eine Reihe, eine Linie hinbekommen. Das heißt, er muss da entweder von unten in der Reihe so hochkommen. Da unten ist aber nichts. Also muss er von hier oben runterkommen. Indem ich wahrscheinlich von da unten runterschlage. Okay, gut. Halt. Geduld? Eine Tugend? Oder eine Drohung? Kommt auf den Leser an. Oder den Schreiber.
Was ist hier unten eigentlich? Ach, zu ist hier unten. Oh, Zeit. Das geht nur wahrscheinlich von der anderen Seite auf. Ja, da drüben kann man es hochheben, dass man das hier aufmachen kann. Okay. Ich hoffe, ich komme hier. Das Tier, das du hörtest, was sagt es jetzt? Es ist nicht immer so. Manche Tiere sind... Ich fühle, was sie fühlen, weißt du? Und was immer das hier ist, es hat Schmerzen. Verstehe. Warum fragst du? Neugier. Wirklich? Ich bin zur Neugier durchaus fähig. Gut. Gut. Ich hoffe mal, wir kommen hier nochmal wieder. Weil wir rutschen jetzt hier runter. Vielleicht rutschen wir auf der anderen Seite wieder zurück. Da drüben vielleicht. Mal gucken. Okay. Ja, da drüben ist das andere. Okay. Okay, dann machen wir irgendwie von oben über... Ah, über das Ding da. Aber nicht von hier wahrscheinlich. Nee. Aber vielleicht von hier? Nein. Doch nicht. Oh. So, lass mal kurz gucken, wo haben wir denn die Glöckchen? Da ist ein Glöckchen, hier oben war kein Glöckchen, ne? Nee. Wir haben hier... Lass mal, von links! So, wo haben wir noch einen? Eins. Zwei. Oh oh. Da rein. Mal kurz. Mir wird ein Interesse gezeigt, wenn ich mit Tieren rede.
oder Zauberring oder sowas. Es hat sich viel verändert. Für uns beide. Ja. Ich frag mich ja nur, warum du irgendeinem Tier helfen willst. Ist das nicht, was du willst? Doch, doch, schon. Mich überrascht nur, dass du es auch willst. Es bleibt offen, okay. Wahrscheinlich zu langsam, weil das alles... So, wie lange braucht der? Warte. Der läuft lange. Ich hab ja nicht getroffen, ne? Ah, ich hab mich getroffen, verdammt. Hui, 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 hui. Yes. Okay. Gut, das war für ein bisschen Ablenkung. Das ist die Frage. Ach nee, genau. Hier müssen wir weiter. Bist du
sicher, dass wir das Richtige tun? Wenn du dieses Tier aufgeben willst, gehen wir. Nein, ich will es nicht aufgeben. Aber wenn wir Dunkelalben töten müssen, um hinzukommen. Ich kenne einen jungen Kerl, der bis zu diesem Moment auch eine Draugar-Armee bekämpft hätte, um ein Tier zu retten. Aber es sind keine Draugar, es sind Alben. Ich will nur nicht, dass wir alte Fehler wiederholen. Und uns einmischen. Ach, das kommt ein bisschen spät, oder, Junge? Ich weiß nicht, der hat Gedankengänge, widerspricht sich selber, beziehungsweise so gespalten, ja? Mal so, mal so. Und wahrscheinlich auch noch mit dem Ansinnen, dass er genau das, versucht, dass wir umsetzen, was er möchte. Okay, da ging es weiter. Das ist schwieriger hier. Gar nicht gesehen. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Aber ist er schön, dass er reflektiert. Ja? Aber ich versuche es immer in Kontext zu ziehen mit seinem Namen, also mit dem eigentlichen, mit Loki. Ja? Und da wurde ja letztendlich viel auch mit Worten realisiert. Also diese Doppelzüngigkeit, beziehungsweise mit gespaltener Zunge reden, weißt du? Scalder! Bruder, das kleine Mistvieh explodiert gleich! Erwischt! Er muss ja nichts über Loki wissen. Er muss ja nur Loki sein. Loki. Ich weiß, was du meinst. Ja. Abend Hollow. Gott, das geht hier über drei Ecken, oder? Ja. Die gehören zusammen. Hui. Ja, das kann auch möglich sein. Wobei sich ja die Geschichte zu Teilen wiederholt jetzt gerade, ne? Oder beziehungsweise die Weissagung, die Vorhersehen. Die Frage ist ja, wird zum Beispiel, das ist ja diese spannende Frage, die man eben vielleicht stellen kann. Geschieht jetzt Ragnarök, weil wir uns eingemischt haben und Tyr geholfen haben? Oder geschieht Ragnarök so, dass... Weil wenn Odin aus falschen Beweggründen, weil er eine falsche Prophezeiung bekommen hatte, das jetzt alles macht, dann hat er es ja vielleicht sogar verursacht. Ach, der Hollow mit seinem Farbfernseher. Man könnte wieder meinen, bis 70 Jahre alt. So lange gibt es schon Farbfernsehen. Fast. Abendkater, na klar.
Ach, Junge. Komm ich nicht ran, verdammt. Vielleicht ist das ja auch der Kern dieses Spiels. Nur weil jemand sagt, dass du schlecht bist oder schlecht sein wirst, weil deine Art in Gänsefüßchen immer schlecht war oder ist, ne, heißt es ja noch lange nicht, dass du es wirst. Weil eben halt hast du ein gutes soziales Umfeld oder wurdest du gut sozialisiert, was sollte dich dann, ne, das machen lassen. Aber schau mal. Hier, die Bombe sollte uns helfen. Ich hab sie schon gefunden, mein Freund. Es ist nur, warum schaden wir, egal was wir in Alfheim machen, immer den Dunkelalben? Wir sind hier, um diesem Tier in Not zu helfen. Das weiß ich, aber normalerweise bin ich derjenige, der unbedingt Tiere retten will. Warum ist dir das so wichtig? Weil du wichtig bist. Verheimlichst du mir irgendetwas? Nein. Na gut. Weil du wichtig bist, mein... Das Gänsespiel in Gänsefüßchen, ja, eigentlich ja. Ich fand es sehr interessant, auch wenn wir halt Sachen gesehen haben, die, ja, ne, doch gut kopiert wurden. Gestern gab es The Chant. Da waren doch auch Gänse, oder nicht? Achtung, über dir! Scouser! Ach, er ist zurückgekommen. Aber da sind wir genau auf dem gleichen Boot. Man ist das, wie man sozialisiert wurde. Und er kann zwar eine Menge lernen, aber eben halt die Sachen sind ihm fremd. Aber ich muss zu seiner Verteilung sagen, meine persönliche Meinung ist, dass er sich doch sehr stark... dass er sich sehr stark auch Mühe gibt, ne? Dieses Defizit, was ihm sehr wohl bekannt ist, auch zum Gehen. Es gibt so zahlreiche Situationen, Sequenzen, wo du zumindest siehst, dass so ein gewisses Quäntchen Mitgefühl oder Menschlichkeit da ist. Das ist so wie dieser klassische, ich weiß, das kann man, das kann man nicht direkt vergleichen, aber wie Data. Ja? Mit seinem Emotionschip. Er versucht das zu verstehen, er versucht dem nachzugeben, er versucht eben halt menschlich zu sein.
Das hat nichts mit Erwachsenen zu tun. A, ist er uralt. Und... Na, hier sind 4-5 Jahre jetzt dazwischen. Zwischen dem Spiel. Ja, nur so als Größenordnung. Wenn nicht sogar nur 3 oder so. Ich weiß nicht, was am Ende des Spiels rauskommt. Ich weiß nicht, ob du schon da bist. Vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht ist das ja auch... das, was wir erhofft hatten, dass mehr, sagen wir mal, emotionaler Papa in ihm steckt, der eben halt mitfühlend, eben halt bestärkend. Ich persönlich sehe die Phasen zwischendurch bei ihm, ne? Dass er das versucht. Er hat vorhin auch mal unterschwellig gelobt, Mensch, du bist schon viel besser geworden. Ja. Vielleicht kommt es nun nicht so richtig subtil durch. Ja, deswegen, also historisch gesehen war er halt immer schon, ich nenne es jetzt mal ein Badass, Emotionen, egal, weil er ist halt der Gott des Krieges. Da spielen Emotionen, wenn, dann eher nur in Richtung Wut oder Rage, keine Rolle. Insofern finde ich schon den Wandel, den er versucht darzulegen, ganz, ganz gut. Und eben halt den inneren Kampf. Vielleicht... weiß ich nicht, fühle ich da anders mit oder ich weiß es nicht, weil ich halt am Controller sitze, das meine ich damit. Zumindest ist mein persönlicher Eindruck in gewissen Sequenzen, er macht sich sehr viel Gedanken, versucht zu planen und denkt über Konsequenzen nach. Und vielleicht ist genau das Problem. Er denkt darüber nach, was könnte passieren und was ist gut und was ist schlecht im Sinne von Stress. Ja, und versucht es zu vermeiden mit Strenge. Und das ist das, was nicht funktioniert. Oh. Ah. Gefunden. Was ist das? Bei Gavions Geist. Das ist das größte Hafenufer, das ich je gesehen habe. Es hat nicht nur Schmerzen, es versucht zu singen. Das ist das Lied der Sande. Normalerweise singen sie unter der Erde nicht so. Hat das den Sturm verursacht? Ja, der Stocksubstanz nach, die es bedeckt, sitzt es hier schon viele Winter fest. Keine Sorge, Lynch, wir holen dich raus. Ist nicht auszuschließen. Naja, das letzte Krakending hieß Tiner, also... Auweia. Ich weiß ja jeden Versuch von Humor zu schätzen. Aber das ist wirklich ein furchtbares Wortspiel. Wahrlich beschämend. Na gut, kann nicht alle Knaller sein. Ich hab nicht verstanden. Wir müssen die Steine da wegschaffen. Für einen besseren Winkel. Auf alle Fälle gibt es jetzt mehr subtile Tipps und Hinweise. Ja, also. Vollkommen korrekt. Ich kenne die alten Teile auch nicht. Ich habe mich halt nur bezüglich der alten Teile kurz eingelesen, aber wirklich ganz oberflächlich. Und deswegen, da stimme ich dir zu, Alan, dass ein großes Problem eben halt ist, dass die eigentliche Hintergrundgeschichte nicht direkt zu sehen ist, sondern sie ist versteckt. Ich glaube, im ersten Teil Reboot war sie als was vorher passierte und mal zwischendurch eingestreut, aber eben halt nicht was ihn ne, zu dem macht, was er war und ist. Früher war er einfach nur Badass. Den hat nichts interessiert und es ging einfach nur darum, ich sage jetzt mal, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Ne? Hm.
Vermutlich sehe ich nicht das, was gemacht werden soll. Junge, hilf mir mal. Ach, da oben ist was, Vater. Jetzt kann es sich bewegen, aber es kommt nicht raus. Die meiste Stocksubstanz ist weg. Wir sollten es jetzt befreien können. Das ist schon beeindruckend, das Vieh. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ach, guck mal, jetzt ist der Weg frei hier. Eine Truhe. Was ist das da? Ach, das ist der Leuchtestrahl. Da kamen wir her. Was ich so richtig genial finde, ist halt... Warum halten Sie es hier fest? Halfgoofers graben gern. Unsere Dunkelalp-Freunde trifft also vielleicht nicht die ganze Schuld. Aber steckt in Ihrem Stock fest? Die Stocksubstanz gehört den Dunkelalpen genauso wenig, wie das Licht den Lichtalpen gehört. Sie ist nur ein weiterer von Alfheims natürlichen Rohstoffen und wird seit Urzeiten von den Alben genutzt. Und während die Lichtalben den Stock auf ihrer Seite loswerden wollen, ziehen die Dunkelalben hier im Ödland großen Nutzen aus ihm. Also, wenn wir diesen Stock räumen, schaden wir den Dunkelalben? Soll die Kreatur hier gefangen bleiben? Nein. Dann befreien wir sie. Das sieht mir nach einem Secret aus, hä? Oder auch nicht. Ein einzelner? Oh, warte mal. Schulterstücke des Glanzes. Ui. Die ist ja jetzt schon. Guck mal, Stärke, Glück und Ruhm. Gut, ein bisschen Leben verlieren wir, aber... Ja, wir verlieren Leben. Ich ziehe sie mal an. Ich will mal gucken, wie es ist. Ah, okay, da hätten wir gar nicht runterkriegen können. Gut. Ich dachte, es ist ein Secret gewesen hier. Oh. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin. Das ist die Stelle. Hier können wir das Halfgoofer losmachen. Natürlich fliegt es. Das ist ein Halfgoofer. Es klingt jetzt viel glücklicher. Und hey, der Sturm ist weg. Ja, vielleicht schenken uns unsere Dunkelalp-Freunde jetzt doch mal etwas Wohlwollen. Hör mal, Vater. Danke, dass du uns hergebracht hast. Aber du musst sowas nicht machen, nur um mich von Ragnarök abzulenken. Ja? Das war keine Ablenkung. Nein? Und warum sind wir dann wirklich hier? Hast du je daran gedacht... Er will einfach nur Zeit mit dir verbringen, solange er noch kann. Wirklich? Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Doch wenn Ragnarök näher rückt, will ich unsere restliche Zeit genießen. Ich bin sprachlos. Danke, dass du uns hergebracht hast.
Ich bin froh darüber. Ich ebenfalls. Wo wir beim Thema wären von gerade eben. Auch wenn man es nicht direkt mitbekommt.